Ja, mittlerweile 20 Uhr, immer noch 30 Grad. Ich stehe hier auf dem Balkon meines Apartments in Hua Hin und ja, wollte euch nur mal kurz zeigen bei Nacht, wie das aussieht, aber ich gehe jetzt rein, sonst fressen mich die Moskitos auf. Ja, nehmen wir an, du hast den No-Contact-Ratschlag zigtausender Therapeuten und Coaches, aua, das war der Tisch, nicht befolgt und du warst so doof und hast dir nach der Trennung trotz aller Warnungen die Social-Media-Profile deines Ex-Narzissten angesehen. Zum einen, es geschieht dir recht, wenn du dir jetzt die ach so glücklichen Momente und die schönen Momente deines Ex-Partners mit dem der neuen anschauen musst. Zum anderen, wenn wir wissen, dass sich ein Narzisst niemals ändern kann und immer wieder den gleichen toxischen Zyklus mit seinen Opfern fahren muss, dann wissen wir auch, dass die neue Zufuhrquelle, dass der neuen Zufuhrquelle, so jetzt haben wir es, genau das Gleiche bevorsteht wie dir, nämlich Abwertung und am Ende der Discard. Natürlich kann das auch länger gut gehen, wenn der die neue Geld hat, auch gern in die Ehe hinein, klar. Doch auch das ändert nichts, denn auch dann wird der Narzisst fremdgehen. Er, sie kann nicht anders. Er, sie wird niemals mit nur einem Supply auskommen. Einer alleine kann niemals ausreichen, dessen schwachen Selbstwert stabil zu halten. Ich kenne eine Narzisstin, die wurde mal von zwei Männern abgeholt. Also ein Supply reicht nicht aus. Das sollte dir kein Trost sein. Das ist einfach Fakt. Und es sollte dir schließlich am allerwertesten vorbeigehen, wie es diesem Monster geht. Denn ansonsten kommst du da nie raus. Und höre bitte endlich auf, dir dessen Social Media Profile anzuschauen wie ein Junkie. Das Allerschlimmste daran wäre, wenn er sie das mitbekommt. Nicht nur, dass der Narzisst sich daran ergötzt, zusätzlich weiß er auch noch, dass er dich immer noch an Fäden über die Bühne des Lebens zieht, wie eine Marionette. Und wo bleibt dein Selbstwert? Hast du nicht mal mehr einen Funken davon? Frag dich das mal. Es wird allerhöchste Zeit, diesen wieder aufzubauen und den Freak abzuschütteln. Ich kann dir dabei helfen. Kontakt über mein Profil.